Diese Freaks. Wollen wir es dann noch mal probieren? Nur halt eben jetzt entsprechend mit Tränken. Ja. Hast du zufällig noch bei dir zu Hause Diamanten? Da würde ich mir kurz ein Diamantschwert craften. Ja, ja, habe ich. Einmal einen frischen Brustpanzer. So. Wenn du willst, kann ich dir fix eins schmieden. Ja, ich folge dir gerade. Hey. Oh. Und ich sehe einen Creeper noch, der auf die Treppe. Ja, Vorsicht. Ja. Na, 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 na. Nein! Da ist noch einer. Und was machen wir, wenn wir die Wächter gekillt haben? Was ist dann? Dann können wir A abbauen und B, meine ich, ist dann. Die Lähmung, oder? Die verschwindet dann. Echt? Ach so. Ja. Okay. Und dann haben wir nämlich da die Möglichkeit, weil dann gibt es in diesen Inneren, kannst du dann quasi halt diese Goldblöcke A einmal abbauen und B, was macht das Skelett da bei uns auf der Burg? Schatz, hast du wieder nicht aufgeräumt? Was? Da war ein Skelett bei uns auf der Burg. Wolltest dich besuchen. Aber es hat eigentlich einfach nur... Du hast deine Bruders getötet. Ja, hab ich. Ja. Oh, Alter! Was denn? Diamantenstacks. Das ist echt eine Menge. Jo. Oh, jetzt hab ich auch so die Stöcke mit weggeschmissen. Ja, das. Brauchst du die wieder? Wäre nicht verkehrt, ja. Ich lebe. Bist du dir sicher? Ja, ich glaub schon. Lust. Okay. So, den Kabeltau kann ich schon mal wegpacken. Prismarinscherbe. Trank der Unterwasseratmung hast du noch? Ich hab einen, ja. Okay, alles klar, ja, nur damit wir dann nicht gleich dann da ohne sind. Ja. So, dann habe ich das wichtigste. Fackeln hast du auch noch ein paar oder ja, soll ich dir geben? Ich habe noch einen Trank der Direktheilung. Papier rumliegen, ein bisschen. Papier? Oder Zuckerrohr? Hier ist nochmal ja, Trank für dich. Hier habe ich nur fertige Bücher, wenn du das brauchst. Nee. Zuckerrohr. Weil dann würde ich mir auch eben fix eine Karte der Umgebung halt machen dann. Zuckerrohr habe ich hier noch 12 Stück drin, ne? Ja, das reicht nicht. Habe ich noch irgendwo Papier? Ich glaube nämlich nicht. Dann sagen wir direkt am Fuße des Weges bei euch ist doch Phil's Zuckerrohrplantage. Ja, ist egal. Ja, alles wichtig. Na dann. Auf zu erneuten Abenteuern! Gerade sagen, einfach Spielstand laden, weiter geht's. Ich hab eine Spinne gehört. Dachel gesteht, dass er gar kein Hund ist, sondern eigentlich ein Kätzchen. Oh. Sofort, oh, Katze! Oh, Katze! Katze! Oh, Gatte! Sirius hat jetzt 2 Babykatzen! Noch mehr Klicks! Wer hat 2 Babykatzen? Ein YouTuber, den sie vergöttert. Vergöttert ihn nicht, ich gucke ihn nur gerne. Das ist ein Unterschied. Ja, er hat Babykatzen. Und wenn du sagst, wenn er 20 Jahre jünger oder 10 Jahre jünger wäre, würdest du ihn auch toll finden. Ich finde ihn auch so toll, aber wenn er 10 Jahre jünger wäre. Dann findest du ihn noch toller. Ja. Gerade jetzt kann es warm werden. Warm und also, kalt. Warm und kalt zugleich. Okay. So, oder ist das nicht so? So gemischte Gefühle. Unterschiedlichster Natur. Wuppertal ist auch gar nicht so weit weg. Nee, du bräuchtest nur einen Führerschein mit dem Zug, der entfernt ist kacke. Verdammt. Du hast keinen Führerschein, Kathi? Nein. Echt? Ich habe 5 Jahre in Dortmund gelebt, da braucht man keinen Führerschein. Kannst sagen, wenn du in der Großstadt lebst, brauchst du keinen. Erinnere dich an die Diskussion mit Niki. Hattest du das im Gruppenchat geschrieben oder im ultimativen Grund, warum ich keinen Führerschein habe. Essen? Ich habe keine Eltern, die mit dem bezahlen und ich habe mein Geld, das ich hatte, für meine erste Wohnung und so ausgegeben.
gerade sagen, wahrscheinlich gab auch Dinge, selbst geblecht. Es waren wichtiger und das war halt so Küche und... Bin schon froh, wenn ich denke, ich im Januar kriege. Was, den Führerschein? Nein, die Geld. Küche. Oder das Geld. Wie willst du denn die Küche kriegen? Wenn die die nicht übernehmen oder halt nicht das zahlen wollen, was ich dafür haben möchte, weil die Küche hat fast 2000 Euro, also ich glaube nicht 2000, aber 1000 noch was kostet, dann nehme ich die lieber selbst, als die für nichts zu verscherbeln, ganz ehrlich. Ich dachte, die kann man so schwer wieder abbauen. Nur den einen großen Schrank, da bin ich mir nicht so sicher, aber... Ganz und davon ehrlich, abgesehen, das Schwerabbauen ja nicht unmöglich. Gerade sagen, wir schaffen es ja noch nicht mal jedes Mal in den Gruppenchat zu schreiben, ob uns jemand tragen hilft. Wenn die Leute keine Zeit haben, ist ja nicht so, dass sie es mit Absicht machen. Eben, es ist ja nicht so, dass es nicht schafft zu schreiben, es hat nur keiner Zeit. Es schreibt aber auch teilweise nicht jeder. Das mag durchaus sein. Wenn ich im Notfall jemanden Handwerker bezahlen muss, den Scheiß dann einmal aufbaut. Lol. Ganz viel Fleisch. Mal schauen. Aber erst im Januar. 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 Komm runter, du Schwein. Ich brauch deinen Speck. Nice. Guck mal, und schon habe ich 3 Level wieder. Warum bin ich jetzt wieder zurück zu meinem Baumhaus gefahren? Weiß ich nicht. Vielleicht wollte ich erst irgendwo anders hin, habe ich was vergessen. Ach, schon krass, das ist ja echt ohne Ende Kohle, auch so. Nimmt das alles mit. Ne? Ja. Nimmt das alles also, wir mit. Haben diesen... Das ist alles. Das ist dein Schuld. So gigantisch viel. Warum? Weil ich jetzt so lange AFK war und jetzt nicht mehr weiß, was ich eigentlich hier machen wollte. Da ich jetzt gerade nicht weiß, wie ich das letzte Haus bauen soll, baue ich gerade meinen Markt ab. Bei deiner Burg? Den gesamten Markt? Ja. Und was baust du denn dahin? Das ist noch nicht. Der ist noch nicht so richtig. So. Gleich geht das auf in die nächste Runde. Auf in die Schlacht. Auf in die Schlacht des Wassers. Planschen mit den Jungs. Aber sehen die alle so aus? Also alle Aquatempel? Alle Maler Aquamaler. Spielt gut. Ich habe bis jetzt nur einen Aquatempel gefunden so und auseinandergebaut. Nee, also ich habe jetzt nur einen kleineren gesehen. Das ist jetzt auch mein erster so in der Form. Mein erster wirklicher Unterwassertempel. So. Sind eigentlich im Wassertempel doch eigentlich auch auf irgendwelche Kisten? Okay, dann. Oder habe ich einfach nur noch nie welche da gefunden? Die sind eingebaut. Die sind in so Gefäßen eigentlich eingebaut. Ich war, glaube ich, auch nur so im kleinen Wassertempel, weil das sah so aus, als würde da irgendwas hingehören, aber da waren zumindest keine Kisten. Das ist hier mehr. Der so ist groß. So der hat einen richtigen. Von einem Tempel. Da könnte sie mit dem U-Boot reinfahren. Ja. Okay. Boah, den würde ich auch gerne sehen. Mach den Streamern. Boah, Alter. Da gruselst du mir wieder quer übers Auge, ey. Komm mir die Viecher von der Seite. Komm, lass einfach rein. Einfach rein. Komm. Wir müssen ja im Prinzip nur die großen einmal weghalten. Genau. Ich habe mal angelasert von rechts. Wie ist es, wenn die dieses Zeug drauf machen, wo du dann nicht mehr abbauen kannst? Ja. Ja, das haben wir gerade schon drauf. Das ist dann immer so. Ja, weil ich will doch, bin doch hier, um das abzubauen, verdammt. Mann, das war hier vorne, der Weg hier nach oben, Erik. Aber die Frage ist: Abbauen, Lähmung heißt, ich kann gar nicht abbauen oder nur ultra, ultra langsam? Du bist ultra, ultra langsam. Ja. Hier vorne ist der Weg. Aber ich will zumindest eine einzelne Fackel entsprechend dahin setzen. Zum Markieren quasi. Ich glaube, das ist sogar die Schatzkammer, kann das sein? Bin sofort bei dir. Das ist ein riesiger Würfel. Ja, das hört sich dann richtig an. Du wirst angeschossen, glaube ich. Ums Verrecken hier, Penner. Gibt's hier. Och, fick dich doch. Wo bist du denn reingegangen? Bist du nach links gegangen oder? Ich bin vom Eingang aus gesehen rechts gegangen. Alles klar. Und dann nach oben geschwommen. Nach oben, okay. Also es gab eine Öffnung nach oben, ja. Ja, genau. Seht ihr schon gerade. Ah, okay. Stand hier... Wow. Was denn? Oh. Der kommt da einfach so runter. Also es gibt quasi zwei Haupthallen.
Also ich habe mal schon einmal diesen riesigen Allspark gefunden. Genau, weil diese großen, die müssen wir kaputt machen. Mein Gott, ist das scheint ja auch so eine Haupthalle zu sein, denke ich. Wow! Was los? Echse! Hey! Ah, Echse, hi! Welcome back! Hi! And thanks for the host for 64 viewers! And welcome to all the EXE viewers. Hope you had a good time with EXE. Ah, schön, dass du mal wieder da bist. Alter, Erik. Jo. Oh Gott. Was tut ihr? Wow. Wegen das Monster aus Loch Ness. Es ist hinter dir. Oh, wie cool. Ich möchte zu euch. Wo seid ihr? Gebt mir die Kommentare. Alter. Mit meiner nicht vorhandenen Rüstung bringt das total viel. Er ist tot. Oh Gott, er ist tot. Und er hat einen Schwamm hinterlassen. Oh. Einen nassen Schwamm. Ja, hab ich auch. Wunderbar. Hat sich vorgebracht, ne? Oh. Niki voll so, ja, super, hat sich voll gelohnt. Und Kadi, oh mein Gott, die nächsten töten, ne? Die nächsten großen. Weil ich kann mir schon vorstellen, was das Tempel ist. Erik. Ja, lass mal suchen. Ich kann mir vorstellen, wie hat's denn geklappt? Alles soweit gut gewesen beim Speedrun? Wie ist es gelaufen? War ja der erste Stream jetzt schon seit Wochen, wa? So, dann lass mal wieder runter hier. Ja, ich bin schon unterwegs. Der müsste quasi eigentlich genau gegenüberliegend sein, jetzt der Raum. Okay. Mal besuchen. War super, das ist doch schon mal super. Also, klasse, da hast du auch zeittechnisch jetzt dann nicht so einen großen Unterschied zu sonst gehabt, oder? Hier ist der Allspark. Seit knapp 2 Monaten, heftig. Das ist heftig. Er hatte, als wir uns getroffen hatten, hatte er schon nicht mehr. So, hier geht's runter. Hier ist ein Raum, wo gar nichts ist. Hier ist auch entsprechend nichts. 330 bei. Der zweite 210. Ja, das ist doch eigentlich ganz solide, oder nicht? Wenn ich mich jetzt nicht. Oh, hier ist der Ausgang, okay. Dann gehe ich mal jetzt hier weiter rein. Boah! Alter! Ich habe ihn erstmal mit der Fackel gehauen. Dieses olle Fuckface, ey. So. Ach, Atem für 3 Minuten. Hier geht's hoch, hier ist Schwamm. Hast du einen zweiten Trank? Ich hoffe, du hast noch den zweiten Trank, weil ich habe dir ja noch einen gegeben extra. Hm, habe ich. Also jeder von euch hat 3. Unterwassertränke gekriegt, plus den Direktheilungstrank, falls die Viecher zu böse wären. Hast du denn noch, Ich hab mich gefunden, Erik, Okay. Tränke, ja, hab ich Wassertränke. Ja, klar, oben. Ah, toll, jetzt habe ich Abbaulähmung wieder neu. Aber wo, ich höre dich leider nur. Für Rohan. Oh Gott. Und, Exe, willst du dann jetzt auch wieder regelmäßig dann ran, oder? Erik, sie machen mir Aua. Ja, aber ich weiß nicht mal, wo du bist. Gott. Oh. Die töten ihn. Und bei uns denke ich mal soweit alles klar, bis auf die Tatsache, dass die beiden sich gerade von einem Wassertempel schlachten lassen. Wo bist du? Ich, Komm zum Allspark. Ich weiß noch nicht, dummerweise nicht mal, was dein Allspark sein soll. Du hässliches Viech. Warte mal, ich habe noch knapp für 2 Minuten Wasseratmung. Lol, also ich habe hier so eine große Kammer gefunden. Sachen beim Job ändern, damit ich den Zeitplan erstellen kann. Fürs erste Paar, ich vorziehe mal 2 Mal in der Woche an. Ja, ist so okay. 2 Mal in der Woche wäre doch schon mal super. Wie ist es überhaupt mit dem Job so jetzt in der letzten Zeit gelaufen? Wenn man mal so ganz dreist fragen darf. So. Oh Gott, da ist der Große wieder. 3 Tage fest wäre dann besser als Ziel. Okay. Erik. Ja.
Und es tut sich vielleicht ein Traumjob auf. Das wäre natürlich übel nice. Da drücke ich die ganz doll die Daumen. Ich wollte gerade sagen, die komplette Streamcrew drückte auf jeden Fall die Daumen. So, ich komme jetzt erstmal raus, weil ich sehe hier einen Scheißdreck. Was? Natalie, da war gerade ein Enderman in deinem Schloss drin. Er ist tot. Was? Ich hatte ihn gleich geportet, bevor ich ihn angreifen konnte, aber er war mittendrin hier. Ja, das kommt vor, dass ihr gerne mal irgendwo sich... Hat er was mitgenommen? Ich weiß es nicht, aber er hatte nur einen Erdblock in seinen Händen, also... Aber ich habe noch immer diese Abbaulähmung. Also nichts Wichtiges. Ich habe sie noch für 2 Minuten. Ja, ich auch, für 1,50. Eine Wasserflasche? Das ist nicht das, was ich möchte. Links neben der... neben dem... Ah, jetzt. Unterwasser... Genau, Trank der Unterwasseratmung. Ja, ich nehme nur einen mit. Das sind 8 Minuten. Ja gut, ich habe ja den kleinen Wassertemp habe ich auch mit dem Eimer ganz gut geschafft. Simon, nicht vergessen, Trank der Unterwasseratmung gleich nachnehmen, ne? Trank der Unsichtbarkeit. Ey, der bleibt da drin. Okay. Das, was du offenbarst, schäm dich. Würde ich doch gerne mal trollen. Weil jetzt haben sie mich nämlich... weil jetzt hat mich gerade beispielsweise so ein Viech getroffen und ich habe die Ablauf-Abbaulähmung ne, nicht sofort wieder neu draufgekriegt. Das ist nämlich das, was ich meine. Vielleicht ganz cool. Stimmt. Also ich höre noch, wie sie hier am Schießen sind, wie die bekloppten Berserker. Was ist los? Guck mal, ob ich den Erdblock finde. Ich habe hier noch so ein bisschen zu kämpfen, aber... Geh lieber zu Ich denke, ich habe die meisten... Weiß vorne ist vielleicht nichts mehr da. Wie gesagt, ich bin jetzt auf dem Weg wieder raus. Ich wollte nur... Irgendwo ist ja noch einer. Ich weiß nicht mehr genau, wo der war. So. Du bist kein Boss. Alles klar, dann viel Spaß beim neuen Tomb Raider. Viel Spaß. Und ja, ciao. Danke dir und gerne bis zum nächsten Mal, wa? So, also ich bin beim Ausgang. Wo bist du? Stimmt, ich folge dir gleich. Habt ihr Bock, nächstes Wochenende mit nach Altena zu kommen? Ah, ja, Altena ist nächstes Wochenende. Ja, stimmt. Da ist Winterspektakel, ne? Genau, das Winterspektakel Also ich auf jeden Fall. Ich will auch gerne hin. Also du hast auf jeden Fall, du hast schon mal mindestens 2 bis 3 Jahres. Man muss halt nur gucken, wann dann, weil ich will Simon, ich sehe dich. Jetzt anstoßen mit Simon, das wäre Samstag, also eher Sonntag dann. Du hast ja generell nach Wochenende gefragt, deswegen passt das, ja? Dann gucken, wann. Ja. So. Wollten wir gerade wegen dir, weil das... Also ich kann abbauen. Genau. Kann aber stimmt. Auch wieder, cool. So, und diese Teile meine ich. Das ist der Ortspark. Das ist hier der Holzbach. Oh cool, Goldblöcke. Das ist das, was ich meine. Ja. Du ertrinkst gerade, glaube ich. Ich hab gesehen, dass ich keinen Wassertrank mehr habe. Ich habe noch einen für dich. Ich hatte, glaube ich, nur vorhin einen eingeworfen und dann jetzt wieder. Ich hatte euch 3 Stück gegeben, jeden. Habt ihr denn keinen Eimer mitgenommen? Hier ist, glaube ich, hier ist Luft. Oder wir können hier so auf jeden Fall Luft... Blase reinschlagen, ne? Ja. Gerade sagen, wenn ich wüsste, wo ihr seid, ne, dann könnte ich euch noch welche bringen, aber... Das ist an beiden Tagen, genau. Samstag und Sonntag, ne? So, ich habe jetzt hier mal so ein bisschen Licht reingemacht. Ich meine sogar auch Freitag, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß nicht, ob Winter auch Freitag ist, dann müsste ich nochmal gucken. Also, ich hatte mir das nämlich in meinen Kalender eingetragen, da habe ich mir das... Wenn du jetzt das nächste aufmachst, dann... Oh, Simon! Also ich. Irgendwo ist hier aber noch die Möglichkeit gegeben, scheinbar eine Fackel anzubringen. So. Nicht bitte wieder fluten, ja? Dachel, das liegt auch nur daran, dass du so selten da bist. Ganz ehrlich, wir haben schon öfters über 20 Viewer gehabt, ja? No. Erstmal dissen, ey. Bist du auch auf der Comic-Con wie Carrie? Ja, oder so. Dann tschüss. Kann man ja entsprechend das Wochenende dann besprechen. Genau. So, dann lass mal hier so ein bisschen durchschauen. Weil es gibt ja verschiedene Räume. Ich habe vorhin nämlich auch noch einen schönen Raum gefunden gehabt. Simon? Ja. Ich würde sagen, ertrunken. Ja, denn? Nee. Er wird hier gar nicht abgehalten. Ah, super nice. Dann bis nächste und übernächste Woche vielleicht. Ich bin auch beide Tage da mit meinem Besuch aus Hamburg. Ich habe noch einen Trank da, ja. Das würde ich mir mit Eimer hier helfen, ich will auch gehen. Ja, okay, dann nimm mal Eimer. Ich habe jetzt auch Eimer, okay, den kann ich mir auch noch mal kurz in die Leiste ziehen, also sicher. Ich kann keinen fahren.
Oder wie auch immer. Exe cosplayt Erik. Okay. Da bin ich gespannt. Lol. Ich mach ganz viele Fotos. Ja, hier war ich gerade. Das war die Arena gerade. Bei dem zweiten. Nathalie? Ja. Da ist. Wolltet ihr jetzt ins Jumini? War das jetzt schon fest für dich eingeplant oder eventuell? Es war eine Idee, dass wir das in der Woche machen, weil ich hatte ihm damals von dem All-You-Can-Eat-Sushi erzählt und er war dann halt neugierig und wollte das sich gerne auch mal ansehen. Und das ist ja in Dortmund. Hattet ihr auch vor, nach Düsseldorf jetzt zu fahren? War die Idee, ja, dass man vielleicht dann einen Tag irgendwie nach Dortmund fährt und einen Tag irgendwie nach Düsseldorf. Ich muss halt gucken, wie ich das mit meiner Arbeitsplanung auf die Kette kriege. Ja, also für immer hoffe ich ja mal nicht, Dominik. Wenn ihr das macht mit Düsseldorf und es nicht so schlimm ist, wenn ich mitkomme, weil dann könnte ich das nämlich damit verbinden, dass ich, wenn wir schon in Düsseldorf sind, mein Buch abhole, damit ich nicht dreifach nach Düsseldorf fahren müsste. Ich hätte das auch alles in einem Streaming-Chat dann hingeknallt. Grüße an Carrie. Grüße, wenn wir uns irgendwo auf den Weg begeben, einfach, dass, falls wer jemand Bock hat mitzukommen, dass er mitkommen kann. Also, man müsste dann halt je nachdem nur so ein Mini-Umweg machen, um das Buch halt abzuholen, wenn es geht, aber das kann man dann ja mal da gucken. Da müssen wir dann eh gucken, wie man das mit dem Auto macht, wenn meine Mutter hat Spätdienst. Warum What the fuck ist das? Warum ist hier ein Creeper? Warum habe ich hier einen Creeper in meinem Burghof? Ich brauche meinen Bogen. Ach ja, weil ich die Dinge abgebaut habe und noch nicht das Licht nachgelegt habe. Verdammte Axt. Boah, sieht das Ding eklig aus, ey. Was denn? Eine Hexe. Haltbarkeit, Stärke, Flamme, Stärke, Flamme. Boah, komm her, du scheiß Creeper. Ich hatte seit Ewigkeiten keine Creeper mehr in meinem Burghof. Alles klar, Deadline. Ich würde mich gerne nochmal umgucken, weil ich hatte nämlich hier auch irgendwo nochmal so einen lustigen Weg gefunden. Oder was heißt lustigen Weg, aber so einen coolen... Ernsthaft, da verpisst er sich in meinem Alchemiehaus? Entschuldigung. Simon, du ertrinkst? Nee, alles gut, war ein Gegner. Ah, okay. Boah, wo war das? Ich hab doch hier gerade so ein... Da konntest du nämlich in so einem Rondell drum rumlaufen. Okay. So nicht, mein Lieber. So nicht. Kati, geht's gut offensichtlich? Hier oben ist noch Schwamm. Ne? Ja, genau, hier irgendwo war das. Genau, hier kann man gut Schwamm abbauen. Das zu gut geht's ihr, wenn sie wieder anfängt zu ersticken. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich hau's jetzt einfach mit Fackeln. Weil Schwamm schadet ja nicht zu haben. Ertrinkst du jetzt? Nee. Nicht, dass ich dir das wünsche oder so, aber es ist halt, hört sich manchmal so an. Wie kann man den Schwamm eigentlich schneller abbauen? Ich weiß es gar nicht. Ich hab also Axt und Schaufel und Schwert geht alle nicht. Das könnte sein, ja. Ja, unüblich, aber... Ja. Jetzt ist der ganze Burghof wieder leer. Bis auf das Ausgleichen. Das muss auch noch weg. Ich habe mal ein bisschen für Licht gesorgt. Ja, ich auch gerade. Es gewittert. Ich wollte sagen, Gewitter. Stell mal vor, jetzt schlägt das Wasser, ein Blitz in Wasser ein, ey. Aua. Ja. Oh, du hast Schaden? Ja. Weil ich ertrinke. Alles gut. Ich hätte auch einfach so machen können. Zu der Fackel einmal kurz und dann... Also, wo bekomme ich jetzt Fahnen her? Immer noch aus dem Dschungel. Aus dem Dschungel? Fahren? Aus dem Dschungel, aus dem Sumpf? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich meine... Ich glaube, Fahnen wächst eigentlich überall. Ich habe es bis jetzt nicht gefunden, nur immer nur Gras.
glaube, das ist hier das Rondell, was ich gesucht habe. Hier ist noch mehr Schwarm. Schwarm. Schwarm? Schwarm. Ich habe den Schwarm gefunden. Der Schwarm. Ich bin die Königin der Klingen. Und ich lasse sie singen. La 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 la. Hier ist noch mehr Schwamm, ja. Wo du jetzt gerade hier schon den Tempel so ein bisschen außen angekratzt hast, ne? Sehe ich gerade. Also ich habe hier auf jeden Fall jetzt hier noch mal mehr Schwamm. Ja. Du auch? Also ich... Ja, offenbar. LOL! Ein Creeper? Unter Wasser? Nee, also es war nicht bei mir, aber ich habe es auch gehört, das war ein Creeper.